Grammatik. Grammatik ist die Lehre vom Bau und von den Regeln einer Sprache. Grammatik ist manchmal auch das Lehrbuch der Grammatik. Zum Beispiel spricht man von der Grammatik von Panini, vielleicht die älteste Darlegung einer Grammatik in der bekannten Welt. Panini lebte vor etwa 2000 Jahren und hat ein sehr ausführliches Werk geschrieben über Sanskrit-Grammatik, das heute noch gilt. Das Wort Grammatik kommt vom griechischen Wort Gramma. Und Gramma heißt Buchstabe, Gramma heißt auch Geschriebenes und Aufgezeichnetes. Zum Beispiel gibt es auch Graphein, und Graphein heißt Einritzen, Zeichnen, später auch Schreiben. So gibt es ja auch Autogramm, und so gibt es die Grammatik. Heute hat natürlich die Grammatik hauptsächlich die Bedeutung, wie Wörter aneinandergereiht werden. Grammatik ist eine in sich geschlossene Beschreibung der Regeln einer Sprache. Und Grammatik sind auch die Regeln einer Sprache und eben auch eine Darlegung der Regeln der Sprache. So gibt es Grammatikregeln, Grammatiktheorien. Grammatik ist normalerweise auch änderbar. Sprache entwickelt sich. Heutzutage verwendet zum Beispiel kaum jemand den Konjunktiv. Auch das Passiv wird seltener. Auch der Genitiv wird immer seltener verwendet. Heutzutage mögen Menschen das bedauern, dass die alte Grammatik nicht mehr gilt, aber in 50 Jahren werden vermutlich die heutigen Abweichungen der Grammatik zur Normalgrammatik werden. Die meisten Sprachen entwickeln sich und ändern ihre Grammatik, ändern auch ihre Vokabeln. Sprachen übernehmen Vokabeln aus anderen Sprachen, Sprachen übernehmen auch Grammatik aus anderen Sprachen. Wenn Sprachen viele Einwanderer haben, dann wird die Grammatik vereinfacht und anschließend wieder ausgebaut. Manche Sprachen dagegen behalten ihre alte Grammatik, zum Beispiel das Sanskrit, wo seit 2000 Jahren die Grammatik sich nicht geändert hat. Aber dann ist es keine lebende Sprache mehr, sondern eben die Sprache der Schriften, vielleicht auch die Sprache der Wissenschaft, die Sprache der Religion.